Abgelegt. Gute Aktion. Blaser. Guter Blenker. Fantastisch gelöst. Die SC Tigers gehen mit 1:0 in Führung. Flavio Schmutz lenkt die Scheibe ins Tor ab. Pascal. Yannick Blaser natürlich bringt die Scheibe Richtung Tor und dann der Ablenker von Flavio Schmutz. Wenn ich das richtig gesehen habe. Hier, Yannick Blaser. Und war vielleicht sogar doppelt abgelenkt, aber ich glaube, es war Flavio Schmutz, der hier als Torschütze. Ja, nein, der geht sogar noch an den Schlittschuh von Julian Schmutz. Allerdings ohne Bewegung. Julian Schmutz dürfte der Torschütze sein, wäre dann der siebte. Alle verloren. Letzter Sieg, 1:0 in Lausanne. Und hier kommt der Ausgleichstreffer. Abschluss. Richtung Tor gebracht und ein Ablenker. Müsste wieder ein Ablenker gewesen sein. Genf gleicht in der 18. Minute das Spiel aus. Hier noch einmal zu sehen. Scheibe kommt Richtung Tor von Henrik Tömmenes. Und dann der Ablenker von Arnaud Jacquemet, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier Tömmenes, viel zu viel Zeit für den Schweden. Julian Schmutz, Scheibe kommt zurück an die blaue Linie. Und dann Samuel Erni. Und die Scheibe landet im Tor. Wieder ein Ablenker. Flavio Schmutz, 2:1 für die SC Tigers. Und es ist tatsächlich der 20. Treffer Langnaus in Überzahl in dieser Meisterschaft. Oder ist es Alexej Dostojnov? Müssen das noch einmal genauer anschauen. Auf jeden Fall gehen die SC Tigers in der 22. Minute mit 2:1 in Führung. Hier die Scheibe von Groß-Niklaus quer zu Samuel Erni. Und dann kommt sie hier Richtung Tor von Dostojnov und dann wird sie nicht von Flavio Schmutz abgelenkt, sondern von Mike Völlmin. Eigentor gibt's aber nicht. Deshalb heißt der Torschütze Alexej Dostojnov. Und er freut sich diebisch. Dostojnov, der in dieser Saison bleibt. Sehr wichtig für die Emmentaler. Und die Genfer kommen hier zum Ausgleichstor. Souverän herausgespielt und dann viel freies Eis und ein trockener Handgelenkschuss zum Ausgleich. Genf Servette gleicht die Partie aus und es dürfte Mathieu Vuillamo gewesen sein, der 20-Jährige. Hier Linus Omark, quergelegt Völlmin und dann die Scheibe womöglich eben abgelenkt von Mathieu Vuillamo. Wenn wir jetzt dann noch einmal zu sehen bekommen, hier viel Platz für Völlmin und, ja, ich sehe das nicht so richtig, regelmäßig in der Offensivzone festsetzen. Aber Langnau geht in Führung. Was für eine Effizienz bei den SC Tigers. Und Kaio Weibel trifft schon wieder. War der einzige Torschütze bei der 1:2 Niederlage gegen den HC Lausanne unter der Woche. Und jetzt trifft Kaio Weibel schon wieder. Vierter Saisontreffer für den jungen aufstrebenden Flügelstürmer. Mel Nalksnis bringt die Scheibe hier Richtung Tor, dann Deklu etwas außer Position und Toms Andersons bedient herrlich auf dem weiteren Pfosten. Kaio Weibel, der steht am richtigen Ort und schiebt ein. Langnau geht zum dritten Mal in Führung und macht aus dem dann Mel Nalksnis. Pack immer noch in der Zone drin. Wenig. Gute Abschlusschance und ein Knaller von Henrik Tömmenes. 44. Minute. 11. Saisontreffer für den Verteidigungsminister von Genf Servette. Was für ein Geschoss von Tömmenes zum 3:3. Der Ausgleichstreffer, der ist verdient. Selbstverständlich. Was waren die Genfer überlegen im Mitteldrittel, verloren aber den Mittelabschnitt mit 1:2. Und jetzt hier, Winnick auf Tömmenes Rumpf und wieder einmal ein Ausländer, der trifft auf Seiten von Genf. Es ist das erste Ausländertor am heutigen Abend für die Gäste. Tömmenes, was für eine Kiste! Genf Servette gewinnt das Spiel am Ende eben doch noch. Die Genfer waren nie in Führung und gewinnen das Spiel mit 4:3 nach Verlängerung. Am Ende war es der doppelte Tömmenes, der für die Entscheidung sorgt. Denn Henrik Tömmenes glich das Spiel in der 44. Minute zum 3:3 aus. Und jetzt mit einer wirklich feinen Einzelleistung
holt er den zweiten Punkt für Genf Servette. Hier an der Scheibe, Tömmernes vorbei an Maxwell und der verrichtet dann seine Arbeit eben nicht gut genug. Und dann schiebt Tömmernes ein. Das ist einfach große, große Klasse. So oft, so lange steht er auf dem Eis und hat am Ende noch die Kraft hier für die Entscheidung zu sorgen. Henrik Tömmernes mit dem 12. Saisontreffer. Genf holt sich 2 Punkte. Es gibt nur einen Punkt für Langnau.